Mozzi Mabuse ist Jurorin bei Let's Dance und war selbst erfolgreiche Profitänzerin. Im Tanzsport hat sie eine beachtliche Karriere hingelegt, jedoch hatte der Leistungssport auch seine Schattenseiten, vor allem in Bezug auf ihren Körper. Ich habe 25 Jahre lang 50 Kilo gewogen, verriet Mozzi im Interview bei Vipstagram. Die Zeiten, in denen sich der TV-Star einem solchen Druck aussetzen musste, sind heute vorbei. Dennoch hat es gedauert, bis sie ihren Körper so akzeptieren konnte, wie er ist. Heute steht Mozzi in der Öffentlichkeit für Body Positivity ein und steht zu ihrer kurvigen Figur. Dabei zeigt sich Mozzi super selbstbewusst, modelte für eine Unterwäschekampagne und war sogar Covergirl für The Curvy Magazine. Um sich selbst und andere fit zu machen und um etwas Gutes für den Körper zu tun, rief sie die 12-Wochen-Challenge in ihrer Tanzschule ins Leben. Wir sind eine Community, machen Workouts, machen Mentaltraining, machen Ernährungstraining, erklärt sie und fährt fort. Es ist immer die Rede, ich will abnehmen. Am Ende, wenn du wirklich diese ganze Challenge gemacht hast und dich damit beschäftigst, verstehst du, du bist gut so, wie du bist. Und wenn du etwas ändern möchtest, dann tu es, weil du es ändern möchtest. Aber nicht, weil Influencer kommen und sagen, so sieht eine Frau heutzutage aus. So musst du aussehen. Es sei harte Arbeit, bis man seinen Körper so akzeptieren kann, wie er ist. Es brauche Achtsamkeit, Selbstliebe und man müsse Zeit mit sich selbst verbringen, um sich besser zu kennen, so Mozzi.